Hallo meine lieben Freunde, willkommen zu einer neuen Folge Minecraft Empire. Aqua meine ich natürlich. Heute mit einem Special Guest und zwar Papa Mo ist dabei. Hi. Hi. Freunde, ich habe mir gedacht, wir machen heute mal eine kleine Special-Folge. Das heißt, er darf gleich ein bisschen mit steuern. Ich habe auch schon was vorbereitet, aber zuallererst habe ich gerade das entdeckt. Spark hat einfach meine Tür mit so einem scheiß Dingsstein zugemacht. Das heißt, um das abzubauen, braucht man eine Diamantspitzhacke und das dauert ewig. Mhm. Und ich weiß nicht, auf jeden Fall muss es da noch eine kleine Rache irgendwann geben. Aber ich habe mir gedacht, ich habe was vorbereitet, Leute. Passt mal auf. Guck mal, ich habe TNT gemacht. Klingt doch gut, oder? TNT. Und? Das macht Bumm. Ist klar. Und ich habe mir gedacht, wir gehen mal zu jemandem und werden es einfach zünden. Also ich werde es nicht zünden, natürlich. Er wird zünden, weil dann kann keiner sagen, dass ich irgendwas gemacht habe. Also bin ich mal gespannt. Wir können ja mal, pass mal auf, du kannst ja mal schon mal die Maus steuern einfach. Ich laufe mal wir laufen mal runter. Okay. Guck mal nach rechts kurz. Da hoch. Schön, oder? Das Gesicht. Ah, was für ein Gesicht? Hä, ne, da? Ach so. Okay, wir laufen mal zum Boot runter. Jetzt, boah, ist das schwer. So, jetzt nach links ein bisschen. Links. Spring. Ah, nee, ich muss springen. Okay, Freunde, ihr müsst den Daumen nach oben da lassen. Wenn ihr auch Bock habt, nochmal vielleicht auf ein Wer würde eher oder so, dann lasst mal den Daumen nach oben da. Hier, so, guck mal, auf das Boot. Rechtsklick. Rechts. Perfekt. Jetzt guckst du ein bisschen nach oben. Danke. Jetzt fahren wir mal. Ich würde sagen, wir fahren mal. Das Ding ist, Early Boy hat eh noch kein Haus, deswegen können wir eigentlich da bei ihm irgendwas sprengen. Und, willst du vielleicht nach vorne Hütte schauen? Nee, meine Hütte ist da oben auf dem Berg. Achso, hinter dir. Da. Die Villa. Das ist meins. Meine Villa. Na, sag ich doch, ist das deine Villa? Ja, ich wusste doch nicht, was du meinst. Okay, guck mal, da haben wir einen Frank. Wer ist denn der Frank? Das? Hier. Oh, oh. Und? Oh, oh. Na, was? Oh. Nichts passiert. Alles gut, da ist nur ein Loch jetzt im Sand. Ist doch alles okay. So, wir fahren mal zum Early Boy. Ah, hier kann ich die Dinger wechseln. Ja, genau. Du kannst mal auf die Kartoffel wechseln. Runter. Ja, rechtsklick. Gedrückt halten. Warte. Gedrückt halten? Ja. So. Fein. Ach, fein. Ah. Oh, er wird ein Profi, Freunde. Okay, pass auf. Wir fahren jetzt mal hier noch vorbei. Feuerzeug brauchst du schon TNT, oder? Ja. Oh, er ist ein Profi. Ein Profi. Wassereimer für die Lava. Wassereimer. Ja. So, pass auf, wir fahren jetzt zum Early Boy. Das ist so ein Schreihals. Und bei dem zündest du TNT, weil ich habe damit gar nichts zu tun. Immer wieder gerne. Okay, pass mal auf, der wohnt nämlich hier. Der hat schon ein wundervolles Haus, kann man sagen. Also, es ist wirklich wunderbar. Die Frage ist, ich will natürlich nicht gemein sein. Und warte mal, hat er hier einen Fisch drin? Ja, hier war mal ein Fisch drin, der ist weg. Also ich weiß nicht. Willst du vielleicht die Maus so ein bisschen bewegen, dass wir einfach mal ein bisschen rumgucken können? Ja. Ja. Komm, wir gucken mal in die Kiste rein, in die untere. Rechtsklick. Ist da irgendwas drin, was man gebrauchen kann? Guck mal. Wir wollen sprengen und nicht klauen. Ah, okay. Was sprengen wir denn weg? Also die Kisten ist gemein, weil dann sind alle Teile weg. Wir haben ganz schön viel TNT. Pass mal auf, wir machen. Dreh dich mal um. Ach, der hat halt noch gar nichts, ne? Ein Boot hat er. Warte mal, was ist denn hier oben? Lass mal hier hochfahren. Laufen. Guck mal rum, bitte. Okay, hier ist nix. Das ist die Frage. Was ist denn das? Keine Ahnung. Was sprengen wir hier weg? Geh mal ganz kurz die Maus. Wir müssen mal hier gucken. Freunde, was könnte man denn hier wegsprengen, ohne dass es gemein ist? Ich will halt die Kisten nicht beschädigen, weil das ist dann wirklich fies. Pass mal auf, wir können ja mal eins hier hinsetzen, oder? Wozu? Warum denn nicht? Wir brauchen da kein Gestrüpp springen. Das ist doch Quatsch. Test. Finger weg. Einmal rechtsklick. So, und jetzt wählst du das Feuerzeug aus. Und... Ja, aber... Rechts, links? Na, was denn? Weiß nicht, probier's doch. Muss ich weg? Drück doch irgendwas, ich hab damit gar nichts zu tun. Guck da hin! Und... Kabumm! Oh, die Schildkröte haben wir fast auch getötet. Okay, Nee, mach mal nicht. Hoch! Was sprengen wir jetzt? Das Ding. Aber da geht die Kiste kaputt. Okay, das machen wir nicht. Aber warte mal, wir gehen mal gucken. Okay, einmal haben wir schon mal gesprengt. Du zerstörst jetzt hier den ganzen Server, würde ich sagen. Geh mal nach rechts. Also guck mal nach rechts. Wir gucken mal kurz, was das ist. Was ist denn das? Warum kommst du denn da nicht hoch? Warte mal, was ist denn das? So, jetzt guck mal dahin. Guck mal bitte hinter dir.
Ach, Eier, eine Schildkröten-Eier. Nee, die kann man nicht kaputt machen. Okay, Was ist das? Ja, ein Lager. Hinter dir? Guck mal bitte, hinter dir. Och, das ist ja schlimm. Wir sprengen jetzt erstmal. Ah, hier wohnt Dustin, den mag ich. Den können wir nicht sprengen. Das ist jetzt die Frage. Was könnte man sprengen? Geh mal ganz kurz. Wir müssen mal hier nochmal essen. Die Frage ist halt wirklich. Ich selber machen, Mensch. Ja. Wollen wir nicht so eine Schildkröte mal hochsprengen? Wozu? Warum nicht? Setz mal da ein TNT bitte drauf. Ist doch ein guter Ort hier, um dieses Feld zu zerstören. Nee. Ja, ich sehe es. Der bringt die Uhr rein, Mensch. Nach unten gucken ein bisschen. Nochmal. Ja. So. Und Feuerzeug, weiß ich ja. Wo ist denn das Ding hier? Ja. Oh, das war die falsche Maustaste. Okay, nochmal hinsetzen. Fast. Rechts. Rechts! Okay. Feuer. Rechts oder links? Guck hin. Und tschüss, Feld. Die Sau. Oh Gott. Oh, das sieht aber auch hübsch aus, das oder? Sieht schön aus, oder? Das Ding ist, keiner weiß, wer es war. Leg mal das, geh mal auf das Ei. Oben links. Linksklick. Und mal hier einfach rauswerfen. Linksklick. Genau. Jetzt kann man nämlich die Karotten einsammeln. Da haben wir ein bisschen Essen bekommen. Dankeschön. So. Okay, ich würde sagen, wir sprengen noch was. Du bist ja der Sprengmeister. Rechts bitte. Da lang, genau. Eigentlich müssen wir uns an Spark rechnen, aber der hat halt nur die Tür zugebaut, deswegen können wir nichts sprengen. So, wir gehen mal hier hoch. Oh, das ist wirklich anstrengend, wo du hinguckst. Guck mal bitte. Ja. Vielleicht ein bisschen nach rechts auch mal. Na, immer mal ein bisschen wackeln. Nee. Ah, hier ist Klimm, da kann man nichts kaputt machen. Der hat so schöne Sachen gebaut. Geht mal kurz. Ach, Mist, was ist das? Das ist eine gute Frage. Wasserrutsche? Aufzug. Ja, irgendwie sowas. Atomkraftwerk? Glaube ich nicht. Eigentlich können wir schon bei Spark was sprengen. Und zwar einfach hier ein bisschen was von der Insel, dann sind wir quitt. Weil der hat unsere Tür einfach zugebaut. So. Also du sprengst das natürlich, hab damit gar nichts zu tun. So, TNT bitte setzen. Wohin? Da. Ah, rechts. Rechts! Ja. Feuer. Rechts oder links? Sag mal, kannst du dir das nicht... Oh, kannst du dir das nicht merken? TNT, rechts. Rechts. Feuer. Hingucken, hingucken! Ach so. Bumm! Ganz vor. Leg mal da noch eins rein. Wozu? Waffe? Mir alles. Rechtsklick. Maus. Feuer. Hingucken. Bumm. Boah, wir haben Schaden bekommen. Wir waren so weit weg. Guck mal, jetzt haben wir hier ein schönes Loch. Schön. Noch eins? Ein Pool. Komm, wir machen noch eins. Das ist einfach die Rache, dass er unsere Tür zugebaut hat. Rechtsklick. Maus. Feuer. Ach, ich kann nicht reden. Hier! Hilfe! Ja! Okay, ah, ist nichts passiert, weil es im Wasser war, scheiße. Okay, wir haben kein TNT mehr. Ich würde sagen, wir fahren zu unserer Villa zurück, da wo wir hingehören. Haben wir hier ein Boot? Habe ich ein Boot dabei? Gib mal her. Ach, was denn? Da ist doch ein Boot. Guck mal. Ach, jetzt ist hier ein schönes Loch. Was macht denn die Schildkröte im Boot? So. So, du darfst wieder steuern. Freunde! Schreibt auf jeden Fall mal in die Kommentare, was wir noch so machen können an Trolls. Ich hätte richtig Lust, noch ein paar Leute zu veräppeln, verarschen. Ihr wisst Bescheid. Und wir fahren jetzt mal zurück hier. Haben wir doch gut gemacht, oder? Oh. Du bist begeistert. Du bist begeistert. Guck mal, da ist unsere Villa. Also fast. Wo denn? Da. Ja. Schön, oder? Soll ich dir so ein Ding mal in echt kaufen? In Thailand? So. Okay, wir haben es geschafft. Dann würde ich sagen, steigen wir mal aus. Du guckst mal genau, du kannst das. Freunde, wenn es euch gefallen hat, dann lasst auf jeden Fall mal den Daumen nach oben da. Schreibt in die Kommentare irgendwas Schönes. Ja, du hast den ganzen Server zerstört, das werde ich jetzt den anderen sagen. Logo. Und da wird die Polizei auf jeden Fall kommen. Und ja, Daumen hoch und wir sehen uns. Haut rein und tschüss.